So, naja, immerhin ist sie weg. Die dumme böse Pflanze. Und wir haben schon wieder 60 Star Points. Das ist gut. Oh nein, da ist ja noch so eine böse Pflanze. So, ja, wir gehen mal ganz feige außen rum. Hier ist eine Röhre. There, can you see it? That big tree? Da hinten, ja, da gehen wir jetzt auch hin. That one I'm telling you about, that's where we planned life, that's well, follow me. Ja, das ist glaube ich nur so ein In-Coupon. Scheiß drauf den. Ich würde eigentlich gerne noch gucken, ob hier noch irgendwas ist. Also hier verlassen wir nur den Screen, dann hauen wir mit dem Hammer nochmal hier dagegen. So, noch eine Münze abgestaubt. Gut, dann gehen wir mal da rein. So, und dann gehen wir ab in den großen Baum. The Big Tree. Und sehen uns eine kleine Cutscene an. The Great Tree. Achso. Ja, ich dachte, da kommt jetzt mehr. Lalala, was leuchtet denn da hinten? Nix. Da oben wird auch nichts sein. Dann mach mal die Tür auf. Oh no, what's the matter? Oh well, take a look. Ja, was machen wir jetzt? Got it. Geheimgang, oder? The funny elder told me about a secret entrance somewhere around here. We can get in through the ignition room. The problem is, without finding it's going to be easy, I mean. Not to be very worried, but how the heck can we find somebody's secret entrance? Moving a normal thing is not enough, let alone an invisible one. Oh, got it. Sorry. Fluid's power can help us. There's really a lady who lives in these woods. Und bla 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 und ja und so let's head back in the direction we came from. Okay, dann mal wieder zurück. Die geheimnisvolle Lady suchen, damit sie uns den geheimen Eingang zum großen Baum zeigt. Ich nehme an, das ist das Haus, wo wir hin müssen. Wonderful in all the world. Yes, indeed. Building a house here was just the finest idea I ever did have. Okay. Also wir haben das Haus schon mal gesehen. This place is so different from the bright flashbulbs of the world I'm used to. Such peace, this negative image of the real world soothes my body and soul. Isn't my room will grow ever more lovely? Yeah. Yeah. Is there here too long? I'll begin to crave hustle and bustle before long. Oh my, it's happening even I speak. Already I feel need for drama. Ach ja. Settle down, I shall rise again, but before I make my stage come back. Must whip my body and mind into shape.
Importance of makeup and make my beauty even more beautiful. Wait a moment. No! It's gone! Gone, I tell you! My! So, jetzt sind wir wieder dran. Also die Alte, die wir da gerade so halb gesehen haben, die uns hier weiterhelfen soll, hat anscheinend irgendwas verloren. Oder ihr ist etwas abhanden gekommen. Und das müssen wir jetzt wahrscheinlich erstmal suchen, bevor wir ihr helfen. Straight in this direction, retrieve the rest place. Okay, dann gehen wir mal schnurstracks in diese Richtung. Da ist ein Knopf und da ist ein... Ja, das ist so doof zu erkennen hier alles. Was bist du? Oh! Ach scheiße, noch drauf gesprungen, ich Idiot. Wolke. Scheiße, voll wehgetan. Ich glaube, ich bin schon in Danger, oder? Ne, nicht ganz. Ja, müssen wir wieder hier so ein Power Smash machen. So, dann wird der Mistkerl schon mal weg. Boing. Können wir die Wolke ganz normal angreifen? Ja. Und da war sie auch schon weg. Wahrscheinlich noch dank des Scheinwerfers oder des Eimers oder was da auf die Wolke gefallen ist. Ich weiß es nicht. Ich glaube eh, da wir ja auf so einer Theaterbühne sind, dass das ein Scheinwerfer war. So, wie kommen wir jetzt dahin? Ich muss irgendwie dahinter kommen. Nein. Ah, so eine doofe Wolke. Geh da weg. Geh weg, hab ich gesagt. Hier kommen wir irgendwie durch. Ah, jetzt sind wir schon mal hier. Ja, hier kannst du uns nicht angreifen. Wo die Wolke eigentlich so nett guckt. Boing. Ja, fahren wir noch höher. We got a star piece. Noch höher hier? Ja, ah. Nein, oh, nicht runterfallen. Alles nur nicht runterfallen. So, und wir haben einen Shine Spirit. So, dann versuchen wir jetzt mal darüber zu fliegen. Ja, es wird knappe Sache, aber yes, wir haben es gepackt. Sehr schön. Und hier ist ein Orden drin. You got Quake Hammer, slightly damage all ground enemies. Ja, komm, wechseln wir schon wieder rüber. Quake Hammer braucht zwei. Oh. Ich will den Power Bounce aber nicht weglegen. Legen erstmal hier diese komische Sound-Ding ab. Ja, können wir erstmal nicht anlegen. Im nächsten Level werde ich, glaube ich, wieder die Orden-Power erhöhen. Oh nein, so eine doofe Wolke. Geh weg. Nein, geh weg. Sie verfolgt uns. So, hier kommen wir hin. Look, der in der Distance. Okay, erstmal Heilung. Sehr schön. So, und hier können wir noch bestimmt flup so durch. Ja. Und kommen dann hier zu der Röhre. Dann sind wir ja schon fast bei ihr hinten am Haus.
Doch, mit Sprengen geht das echt schneller. Dann gehen wir da mal rein. Und hier ist ein Safe Point. Excuse me. Maybe she isn't here. I wonder if she went for a walk in the woods. Na, erstmal. Zack. Klopf, klopf. Madame Flory, hello. Ist jemand da? Weil wir sind da. No, out of the question. You mustn't come in here. Madame Flory, are you there? Is that you? What are you doing? Wait a moment. Those darling squishy little footsteps. Is that you, Punyo? It's been an age since I saw you last. Oh, sorry. Also ich bin aufgestanden, habe mich eigentlich so ziemlich direkt hier hingesetzt zum Spielen. If we can find a secret entrance for us, well done. Oh, is that all, dearie? You came all the way here just for that? No, little Ponyo, you know I would do anything in my power to help you. However, I'm in a bit of a bind myself. I just cannot come out. Is something wrong? It's somewhat impressive, but I never go out without my favorite necklace. Ach so. Just can't find the blessed thing. I suspect I dropped it on my daily... Blah. Ja, die Kette haben wir schon gesehen. That must be some nice... Huh? Hang on. You know what? It's weird. I'm sure I just heard someone talking about a necklace. And to speak up, whoever just spoke, do you have some clue as that my necklace? Well, ja, wir wissen ja, wo das necklace ist. Und zwar haben das die drei Hexen. Don't worry, man. From where I'm from, I can't find. Genau. Good. Okay. Jetzt müssen wir die Kette besorgen von den drei Hexen. Komm, wir speichern gerade nochmal. Damit uns dann die Dame hier hilft. Den geheimen Eingang zu finden. I told you, Brian, you're losing that sketch and you had it. Silence, it would. Ja. Yeah. Wow, this Maori guy looks so manly. Check out that bushy mustache. How handsome. You know something, my lovelies? I swear I've seen this gentleman before. Ack! He's Mr. Mustache. Gaga! And this is without a doubt all of dealing out some strict punishment later, man. Oh yes, I promise you that. What? That's not fair. You're the one who had to... Ach, ja. Because the problem, you have to figure out to find this marriage chump. Ja, ihr braucht uns nicht finden, weil wir werden euch finden. Mensch, was eine Lauferei hier. Jetzt wieder hier langlatschen, dann hier durch. Jetzt wieder der Wolke ausweichen, die hier wahrscheinlich immer noch auf uns wartet. Ja, wuhu! Schön hängen geblieben. So. Nein, Wolke. Wolke. Spitzes Kopfding. Nach. Du kleine Kacksau, du. Das gibt mal schön ein Power Smash.
Mario. So, und ich wechsle jetzt trotzdem wieder den Charakter auf Goombella. So, jump, jump, jump. Oh, was kann sie denn noch? Multibonk. Okay. Oh, und sie macht schon 2 Schaden pro Angriff. Boah, das ist ganz schön viel. Ist ja mehr als Mario kann, dabei sie ist Level 2 und wir sind, keine Ahnung, Level 4 oder so. Oder Level 3, bald Level 4. Ich will auch mehr Schaden machen. Ja, der kleine Chup, 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 Chup. So. Wir müssen weiter. Weiter zurück. Zu den bösen Hexen. Oh nein. Nein, ah da. Du Sau, da war ja noch so ein. So ein Kopftypi. Ich werde jetzt mal, ich glaube, man kann nicht auf die Pflanzen draufspringen. Oder? Ich glaube es einfach nicht. Wir werden das probieren. Nein, kann man nicht. Wegen den doofen Zähnen. Ja, aber ich... Gibt's halt nochmal ein Power Smash. Tschö. So. Aua. So, jo. Nein, kommt direkt die nächste dumme Sau, Mann. Okay. Mann. Nimm erstmal die Blume weg. So, dann. Mal die Wolke weg. Die Wolke sieht so niedlich und so friedlich aus. Ich frage mich, warum die uns angreift. Wir haben hier nichts getan. So. Also ich weiß nur eins, wenn ich das Spiel nochmal durchspielen würde, würde ich zuerst Koops skillen. Weil die könnte ich dann mit einer Shell Attack platt machen, wenn er dann auch 2 Schaden macht. Oder mehr Schaden macht. Naja. Ein andermal. Münzen. Überall Münzen. Geld. Nein, nicht verschwinden. So, bevor die dumme Sau da jetzt kommt. Na klar, Mario. Und, ne, hier wollte ich hin. So, und direkt nochmal Name voll und gutes. So, und weiter geht's. Oh, daneben. Oh, daneben. Ah, der kann man ja relativ einfach ausweichen, wenn man weiß wie. Aber so ist es immer. So, moin, zugeschnitten.